Die meisten denken bei Rolex eher an sportliche Uhren wie Daytona oder Submariner. Bei Modellen wie der Datejust oder Daydate kann es aber auch schon mal eleganter werden. Dieses Jahr setzt Rolex der Eleganz mit der neuen Perpetual 1908 jedoch die markeneigene Krone auf. Wir haben uns die neue Perpetual 1908 etwas genauer angeschaut. Insgesamt 4 verschiedene Varianten, jeweils mit Zifferblatt in Schwarz oder Weiß und im Gehäuse aus Gelb oder Weißgold gibt es. Allen Modellen ist die Zifferblattaufteilung mit Ziffern für 12, 3 und 9 und der kleinen Sekunde mit Eisenbahnminuterie auf der 6 gemein. Auch das Hauptzifferblatt erhält eine solche Eisenbahnminuterie. Außerdem haben auch alle Modelle einen Sichtboden auf der Rückseite, der einen Blick auf das neue Kaliber Rolex 7140 gewährt. Die Perpetual 1908 folgt auf die nun eingestellte Reihe Cellini, in der die Marke sich bereits seit Jahren ins elegante Uhrendesign traut. Als Rolex zu erkennen ist die Perpetual 1908 neben dem Kronenlogo unter der 12 aber auch durch einige Designfeatures wie der kannelierten Lünette und dem Gehäuse, was uns unweigerlich ans Oyster Case erinnert. Bei diesen Modellen ist das Gehäuse allerdings nur bis zu einem Druck von 5 Bar, was oft mit 50 Metern gleichgesetzt wird, wasserdicht. Wer mit dieser Uhr schwimmen geht, ist allerdings auch selber schuld. Dafür ist sie nicht gemacht. Aufgesetzte Ziffern und Indexbalken geben den Modellen, ob nun auf weißem oder schwarzem Hintergrund, ein sehr wertiges Erscheinungsbild. Bei Rolex eher ungewöhnlich ist übrigens die Rückseite, durch die man das neue Kaliber 7140 sehen kann. Das ist nicht nur besonders genau, da es als Chronometer der Superlative einreguliert wird, sondern bietet auch optisch einiges. Die Brücken sind mit einem eigens entwickelten Streifenschliff versehen, der die typischen Genfer Streifen um ihr einen polierten Zwischenstrich ergänzt. Die gleiche Verzierung hat übrigens auch das neue Rolex Daytona Werk bekommen, was man ja auch durch den Sichtboden bei der Platin-Variante sehen kann. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch auch unbedingt an. Beim 7140 gibt es noch einige technische Besonderheiten wie das Paraflex-Anti-Schock-System und die Siloxi-Spiralfeder aus Silizium, die zu beachten sind und die das Uhrwerk robuster gegenüber Stößen und Magnetfeldern machen. Die Perpetual 1908 ist ausdrücklich elegant und hochpreisig angesetzt, denn es gibt keine Variante mit Gehäuse aus Edelstahl. Die beiden Modelle bestehen aus 18-karätigem Gold, was natürlich einen nicht unerheblichen Anteil am Preis, der bei 21.600 Euro liegt, ausmacht. Die Verarbeitung von Gehäuse und Zifferblatt lässt dafür aber auch nichts zu wünschen übrig. Sehr schön sind vor allem die facettierten Indexbalken und Zeiger. Was meint ihr? Ist Rolex eine echte Eleganz-Alternative zu den anderen Platzhirschen in diesem Preisbereich und Uhrenstyle? Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank dafür und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.